Bruder Elric, wach auf. Ich lasse die Äbtissin lieber nicht warten. Ich weiß, dass die Reise beschwerlich war, also ließ ich dich das Gebet verschlafen. Guten Morgen, Äbtissin. Vielen Dank. Nun geht die Sonne auf. Die Primen darfst du nicht verpassen. Ich weiß die Ruhepause und den Weckruf zu schätzen. Eine Schwäche meinerseits. Der Name deines Vaters wird dir in Eelgar ein Stein um den Hals sein. Vor dir liegt ein schwieriger Weg, fürchte ich. Ja, Äbtissin. Nun, es lässt sich nicht ändern. Beweise dich besser früh, ehe du das Ziel von Tratsch und Gerüchten wirst. Das werde ich. Du kannst dein Frühstück mit den anderen in der Küche einnehmen, sobald du die Gebete beendet hast. Frömmigkeit wird hier nicht belächelt, Bruder. Solltest du nach Erfüllung deiner Pflichten zum Gebet in der Kapelle verbleiben wollen, sei versichert, dass du Essen erhalten wirst, solange du dich vor der Terz in der Küche einfindest. Zur Mitte des Morgens? So ist es, mein Sohn. Ich darf die Prim nicht verpassen. Doch die Schriften dienen nur zur Führung, mein Sohn. Wenn wir sie lesen, müssen wir auch nach der Stimme Gottes lauschen, die uns zur Rechten... Sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Gott sei Dank.
fahren und Frunk. Fotogrammetrie ist nicht nur ein kompliziertes Wort, sondern auch eine innovative Technik zur Erstellung von Texturen. Um möglichst akkurate Oberflächen abzubilden, ist das Grafikteam nach England gereist und hat jeden Quadratzentimeter von Steinwänden und Bodenbelägen genauestens dokumentiert. Manchmal in 12-Stunden-Schichten. Für eine 3 Meter lange Wand mussten 250 Bilder von einer Spezialsoftware zusammengefügt werden. Heraus kamen 3D-Dateien mit Farb- und Tiefeninformationen, die in Texturkacheln unterteilt wurden. Mit diesen Texturen wurden dann die Gebäude im Spiel gestaltet. Damit sie noch realistischer wirken, hat das Grafikteam dann noch Unebenheiten, hervorstehende Steine und Beschädigungen hinzugefügt. Essenszeit. Und da ward sie Äbtissin. Sie trug wollene Gewänder und badet. Geht es dir gut, Bruder Oswine? Am Tisch des Herrn muss Stille herrschen. Bruder! Nun gut, bring ihn auf die Krankenstube, wenn es denn sein muss. Der Bischof wird jedoch von deiner Missachtung erfahren. Sag mir, Oswine, wo tut es weh? Überall, Bruder. Es ist, als brannte es in meinen Adern. Ich finde etwas, um deine Schmerzen zu lindern. Versprochen.
Vater ist platten on den Erbenesse. Kinning plattet el Elderman, se plattet a Tannes, da plattet und Tonje Ravan, he plattet el May. Le spreche monde denn. Ich muss den zuständigen Mönch finden. Das war Vater Bertwald, oder? Ich hoffe, du kannst diesen Kranken selbst behandeln. In seiner unendlichen Weisheit gab Gott mir nur zwei Hände. Der Kranke spricht von Feuer in seinen Adern, Vater. Ein ungewöhnliches Leiden, zu dem ich nichts auswendig weiß. Die Schreiberlinge kopieren häufig Heilmittel im Skriptorium. Vielleicht findest du dort etwas, das dir hilft. Andernfalls kann dir auch Schwester Winifred Antwort geben. Ja, Vater. Das Skriptorium. Richtig, ich erinnere mich, wo das ist. Yerwin is worth. Men are ripped and doth tell her the self. The big earth, where ye wonder she. Weißt du, dass Edward ist der Gladrabuten Handa? Was hilft dieses und ristet Akkus? Ich wollte das Hilfe von Fratana sehen. Nimm mich. Kann ich dir helfen, Bruder?
shall not win another step. Ich werde das. Dann ist je Nitlan Antanseon. Je Marso de Beot Weyon Tune, je Fue Spade haben. Verhart, mehr da du. Nein! Nein! Ich bitte. Ich warte, ich truja me. Ich starve sonnegan. Ich schaue um zu. Ah, nein! Wir schulen beten. Hey, schau, wie dann, dass wir fand ihr Harlige. Swiga an den Openatinemus. Des bitzu betste Forsatung effie. Pech gehabt. Ich muss Schwester Winifred fragen. Schwester Winifred, ich habe gesucht, aber kein Heilmittel gefunden. Sag mir, was hilft gegen Feuer in den Adern? Wahrlich, das ist nicht leicht. Oxas Rezept bei Schmerzen sollte uns nützlich sein. Man braucht dafür zweifach gebrautes Ale, Honig, Mutterkraut und Wermut. Angesichts der Überfälle in der Umgebung und des frühen Frostes könnte Letzteres schwierig werden. Kann ich ihn durch etwas ersetzen? Nun, ich habe gehört, der Staub von einer Reliquie könne Wunder wirken. Hier in Ilge sind wir mit mehreren gesegnet. Wenn du etwas davon sammelst, setzen sich die Heiligen vielleicht für deinen Kranken ein. Danke, Schwester. Gott segne dich. Zweifach gebrautes Ale, Honig, Mutterkraut und der Staub von einer Reliquie. Das sollte einfach sein. Ale könnte es in der Küche geben. Eine gefunden, drei verbleiben. Solche Mengen sind ich sie gefunden, der Mutter Latte der Kalblatt. Lam shall each lose that. A pinza for me as long. Die Reliquie wird hinten in der Kapelle aufbewahrt. Das macht zwei. Die Hälfte geschafft. Ich schaue um zu Nebe. Da das Kloster auf der Isle of Ely zerstört worden war, mussten sich die Grafik- und Level-Design-Teams ihre Inspiration woanders herholen. Und zwar von der Abtei Saint-Martin-du-Canigou in Frankreich. Obwohl das Gebäude 2 Jahrhunderte älter ist als die Zeit, in der Assassin's Creed Valhalla spielt, bot es doch eine interessante Architektur und eine spannende Umgebung. Es liegt idyllisch auf einem Hügel, ein Kreuzgang schafft eine klare Perspektive und der Glockenturm bietet einen spektakulären Aussichtspunkt. Wir haben noch einen Tunnel hinzugefügt, der sich für Überraschungsangriffe anbietet. Aber einiges ist durchaus akkurat. In den Gewässern um das Kloster wurden Aale platziert, um auf die Herkunft des Namens Ely zu verweisen.
Das englische Wort Honeymoon für Flitterwochen kommt vom skandinavischen Brauch, Neuvermählten eine Monatsproduktion Met zu geben. Zu viel Met also. Doch Honig wurde von den Angeln ebenso geschätzt wie von den Nordleuten. Deshalb war es sehr wichtig, ihre Art der Bienenhaltung so originalgetreu wie möglich darzustellen. In Übereinstimmung mit der echten Flora jeder Region haben die Leveldesigner deshalb Flachsfelder, Mohnfelder und Heiden gestaltet, die den Spielern einen nahtlosen Übergang zwischen den Umgebungen bieten und die Orientierung erleichtern. Die weithin sichtbaren Bienenstöcke, in deren Nähe NPCs bei der Honigernte zu sehen sind, dienen als natürliche Wegweiser. Oder Wegbrummer. Sorry. Die Nonnen wollten hier in der Gegend Honig sammeln. Nehme ich ihn mir einfach, oder? Vorsichtig, Bruder. Du willst doch nicht gestochen werden. Die Bienen bewachen ihren goldenen Schatz voll Eifersucht. Ich brauche Honig für ein Heilmittel. Kannst du mir helfen? Sicherlich. Nimm den Honig dort vom Tisch. Ich sammle der Äbtissin einfach neuen. Hab Dank, Schwester. Gott segne dich. Und das war die dritte. Nun zur letzten. Mutterkraut hat es am liebsten sonnig. Und die Bienen der Schwestern meiden es hoffentlich. Wie sieht Mutterkraut doch gleich aus? Einen guten Morgen, Bruder. Was führt dich in den Wald? Guten Morgen. Weißt du, wo Mutterkraut oder Wermut wachsen? Dies Jahr gibt es keinen Wermut mehr. Und Mutterkraut findest du dort. Die kleinen weißen Blüten, wie Gänseblümchen. Ich danke dir, Bruder. Gott segne dich. Ich habe alles zusammen. Nun kann ich es vermischen. Die Grafik- und Designteams haben verschiedene Waldarten benutzt, um die englischen Königreiche zu strukturieren. Eichen, Efeu und Ebereschen in Westsexe, Heidelandschaften, Kiefern, Moos und Weiden in East Anglia, Buchen, Glockenblumen und herbstliche Birken in Mercia und Tundrabüsche, Ginster und tote oder eingefrorene Bäume in Nordhümbre. Ubisoft Sophia hat sogar den Wistman's Wood in Hamptonshire nachgebaut und sich an den Fotos orientiert, die das Team bei der Recherche gemacht hat. Dafür wurden alte, mittelgroße Bäume, ein paar Felsen und jede Menge Moos und Nebel benutzt, um die geheimnisvolle Atmosphäre abzurunden. Yeah.
Schwester Winifred hat mir das Rezept aus dem Skriptorium gebracht. Und nun darf ich voller Freude feststellen, dass du dich auch mit den Mischutensilien auskennst. Hätte Gott dich nur früher geschickt, die Krankenstube wäre in weitaus besserem Zustand. Ich verbrachte viele Sommer damit, Wickel für die Leute in Kantwarebruch zu mischen. Dann werde ich zusehen und hoffentlich selbst einige Kniffe lernen. Was war die erste Zutat in Schwester Winifreds Heilmittel? Die erste Zutat ist zweifach gebrautes Ale. Welche zwei Zutaten hast du im Wald gesammelt? Das waren Mutterkraut und Honig, um den Hals zu beruhigen. Was schlug Schwester Winifred vor, womit du die letzte Zutat ersetzen könntest? Der Staub von einer Reliquie soll viele Leiden heilen. So, fertig. Das sollte Bruder Oswinas Schmerz lindern. Hier, Bruder, trink das. Es wird deinen Schmerz lindern. Hab Dank, Bruder. Ich spüre bereits, wie es wirkt. Welch ein Glück, dass Gott dich in der Zeit meiner Not geschickt hat. Ruh dich nun aus. Bald schon bist du wieder auf den Beinen. Bruder Elric, du musst sofort kommen. Was gibt es denn, Bruder? Hörst du nicht die Glocken? Die Äbtissin verlangt umgehend deine Anwesenheit in der Kapelle. Ich komme, sobald ich Bruder Oswine geholfen habe. Nein, du musst sofort gehen. Beeil dich! Ich hoffe, die Äbtissin erzählt mir, was vor sich geht. Äbtissin, was geht hier vor sich? Komm mit mir, Bruder Elric. Die Heiden sind auf dem Weg und wir müssen die Reliquie verwahren, ehe sie ankommen. Dann werden wir alle gemeinsam fliehen? Nein, Bruder. Die anderen bereiten sich auf den Kampf vor. Sammle bitte die Reliquie ein. Gebt mir, gesegnete Heilige, aber ich muss euch von eurer Ruhestätte fortbringen. Komm nun, uns bleibt kaum noch Zeit. Bring die Reliquie zu deinem Vater. Unsere Familien mögen kein Band der Liebe teilen, doch halten wir es gleich mit dem Herrn. Er wird wissen, was zu tun ist. Dieser Mann ist mir ein Fremder. So wie unser Herr Jesus Christus, als er für unsere Sünden am Kreuze starb. Hilfe ereilt dich oft aus unerwarteter Hand, Bruder. Nun folge mir, schnell! Er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser.